Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Mist hier auf Dalibert TV. So, wir haben nicht so schönes Wetter, es ist 3:30 nachmittags. Ich denke mal, einen Ausflug brauchen wir jetzt erstmal nicht machen. Was wir aber machen können, ist das tun, was ihr in die Kommis geschrieben habt. Und zwar hatte ich ja gefragt, wie funktioniert das mit diesem Auto, dass man da dieses Gewehr hinten drauf setzen kann. Und da habt ihr mir alle fleißig geantwortet. Vielen Dank dafür an der Stelle auch einmal. Ups, muss das Ding ja wegpacken. Genau, da kommt einiges an Arbeit auf uns zu. Ich habe schon mal geguckt, was wir dafür brauchen. Das ist schon nicht ohne, sage ich mal. Werden wir uns gleich angucken. Nur einmal kurz hier das Kornzeug zu Ende gießen. Und dann starten wir damit direkt durch. Und dann gucken wir mal, wie und wo wir das Material dafür auftreiben können. Und zwar brauchen wir die Tuning-Werkstatt, die befindet sich hier in dieser Sektion. Und ja, das Ding braucht eine ganze Menge und irgendwie noch einen Blueprint, den ich nicht habe. Wollen wir mal gucken, wo wir den auftreiben. Aber jetzt erstmal die Foundation. Und die ist echt riesig. Ich habe mir überlegt, ich stelle sie mir hier vorne hin, weil ich komme ja eh meistens von der Seite rein. Und ja, dann kann ich sie hier so ein bisschen schräg hinstellen. Und habe hier dann quasi nochmal so einen schönen kleinen Abschluss. Muss ich mal nachher gucken, wie ich das alles schön verbaue. Aber hier stellen wir es erstmal hin. Jetzt stehen wir mittendrin. Und dann gucken wir mal, was brauchen wir dafür. Hammer, Säge, Nägel, Seile, Holz und Bretter. Okay, so, dann gucken wir mal. Ich glaube, Nägel habe ich noch ein paar. Seile habe ich sicherlich auch irgendwo versteckt. Hier hätten wir Seile. Hier haben wir noch ein paar Bretter. Holz habe ich draußen. Müssen wir gleich mal gucken. Und Hammer und Säge hat er gesagt. Säge haben wir. Wo ist mein Hammer? Kein Hammer. So, weil wir eine Menge Holz brauchen, würde ich jetzt erstmal den Scott mal losschicken zum Holz sammeln. Sign Work, Cut Down Trees. Mach mal ruhig 3 Stunden. Und heb mal den ganzen Krempel hier auf. Die Loks kannst du liegen lassen, die sammle ich nachher selber ein. Los geht's. So, got it, sagt er. Gut, jetzt muss ich noch einen Hammer auftreiben. Ich glaube, im Auto müsste einer sein. Und dann können wir hier mal loslegen und den Kram, den wir haben, schon mal verbauen. Bis es dunkel wird. Irgendwo hier habe ich bestimmt einen Hammer drin. So, zumindest die Theorie. Kein Hammer. Okay, muss ich noch mal gucken. Irgendwo habe ich bestimmt so ein Ding. Boah, ist aber auch ein Riesenklotz, ne? Jetzt, wo ich das so sehe gerade. Eide das. So, dann gucken wir mal. Wo habe ich denn meinen Hammer gelassen? Der Schrank steht da ziemlich doof, merke ich gerade. Hier sind sie. So, dann mal los. Zack. Trinken will er auch gleich. Das war's schon. Noch mal ein Schlückchen trinken. So, was brauchen wir? Wir brauchen noch eine Menge Holz. Und dann bauen wir auch die hier rein. Das war's schon. Okay, also das Bauen geht hier auf jeden Fall eine ganze Ecke schneller. So, was brauchen wir denn? Wir brauchen jetzt noch Nägel. Und zwar 2 Stacks und Seile. Dann lass uns doch mal eben gucken, ob wir das nicht irgendwie hinkriegen. Seile machen wir, glaube ich, aus Blättern. Und Nägel machen wir aus denen und aus denen. So, fangen wir mit den Nägeln an. 2 Stacks, Assign Work to AI. Nehmen wir hier mal unsere liebe Rachel. Vielleicht funktioniert es ja mit der. Und dann brauchen wir noch Seile. Wo kriege ich denn Seile her? Hier drin scheinbar gar nicht. Oh, sie kommt. Sehr schön. Vielleicht in der Tasche. Da unten sind sie. Rinde brauche ich noch. Müsste ich auch irgendwo haben. Nicht mehr sehr viel, aber ein bisschen. Ja.
Wie ein Seil nur aus 6 Blättern. Oha. Wie viele Seile braucht er denn noch? Noch 6 Stück. Okay, das heißt also, ich muss eine Menge, Menge Bretter einsammeln. Ist die große Frage, wo ist der gute Scott hingedüst? Hier ist er am Gang. Sammelt er jetzt die Blätter ein, aber die Äste nicht, oder was? Wo bist du? Ah ja. Cool. So, nehmen wir das nochmal mit. Und dann gehen wir rein, dann pennen wir gleich erstmal. So. Es fehlt Rinde. Okay, das hat so keinen Wert. Wir pennen, wir machen es mal hell. Und zwar machen wir mal 10, 12 Stunden, das sollte reichen. Müssen wir uns noch um was zu essen kümmern. Jo, das sieht gut aus. Essen, da habe ich doch auch schon wieder irgendwas gehabt. Kartoffeln, Möhren hätte ich. Ich bräuchte noch Fleisch. Dann könnte ich wahrscheinlich mir wieder was zum Frühstücken basteln. Dafür müssten wir aber erstmal wieder jagen gehen. So, dann geht man die Nägel her. Zack. Und dann hauen wir uns heute mal eine. Moment, ich habe Fleisch. Das essen wir natürlich zuerst. Einmal Frühstück, dann müssen wir gleich mal gucken. Der Hund will bestimmt auch was essen. Jo. Okay, dann kriegt der Hund jetzt das restliche Fleisch und ich hau mir eine Dose in den Kopf. Dass der auch glücklich ist. Sehr gut. So, wo ist er denn? Du gehst bitte nochmal los. Wir brauchen immer noch Holz. Pick up leaf, leaf stump und go. Jo, passt. Und du willst essen? Ja, lass sie schmecken. Yam, yam. Einen kriegen wir noch. Nein, das bringt nicht sonderlich viel. Wir müssen auf jeden Fall noch mal was jagen gehen gleich. Aber zumindest ein bisschen. Er hat gerade keinen Bock. So, Nägel sind alle drin. Was ist denn das ganze Zeug, was der hier abgehackt hat? Die ganzen Loks. Keine Ahnung. Gut, wir fahren jetzt erstmal rüber. Und zwar habt ihr auch noch geschrieben, dass man das nur mit dem anderen Auto machen kann, nicht mit dem hier. Und wir haben ja gefunden, hier hinten am Schrottplatz, glaube ich, war es. Hier irgendwo. Uah. Ich habe wieder ganz toll hingekriegt. So, jetzt aber. Da vorne das Auto, das würde ich gerne mal einpacken. Mal einmal kurz gucken, der braucht noch alles. Also Reifen, Zündkerze, Batterie. Reifen. Noch ein Reifen. Motor müsste ich auch haben. Batterie. Und irgendwas hatte ich doch noch. Die Zündkerze. Sieht gut aus. So, hier haben wir noch einen Reifen. Und noch einen Reifen. Damit müssten die vollständig sein. Jetzt müssen wir nur noch den Motor finden. Benzinkanister wäre auch eine gute Sache. Da ist der Motor. Kriege ich jetzt nicht mit. So.
den noch. Wasser muss ich mir gleich auf jeden Fall noch Neues holen. Das passt. Und den nehmen wir auch noch. So, und jetzt brauchen wir wirklich nur noch den Motor und ein bisschen Sprit. Was hat er jetzt weggeworfen? Das sah irgendwie komisch aus. Wo war er drin, der Motor? Da. Geht nicht. Geht immer noch nicht. Jetzt geht's. Ach, siehst du, ich habe den einen Reifen auch nicht mit draufgepackt, ne? Muss ich mir den mal schnell wiederholen. Molly ist vielleicht raus, Axt vielleicht raus. Scheint nicht zu gehen. Tauschen wir die vielleicht. Das geht. So, und dann haben wir die Kiste fertig. Ein bisschen Sprit müssen wir gleich noch holen, aber ich denke, da werden wir auch einen Schrottplatz fündig werden. Den noch 20 Minuten für den Motor. Der ist ja gut dabei. So, dann besorgen wir noch ein bisschen Sprit. Ah ja, hier war ja dieser Nebel, ne? Hier kriegen wir wohl keinen. Hier wäre ein bisschen was drin. Und ich glaube, hier könnte man noch was kriegen. So, es war jetzt auch nicht so klug, im Nebel zu stehen, aber was soll's. So, ich denke, das reicht. So, einmal fill the tank. Das war mal drin. Hier ist auch ein Kanister drin. Perfekt. So, einmal kurz einsteigen. Läuft. Judy. Haben wir jetzt schon mal zwei Autos. Finde ich gut. Stelle ich jetzt erstmal hier irgendwie hin. Ich bin gerade am Überlegen. So. Und dann machen wir Licht an. Und dann müsste ich nachts hier ein bisschen mehr sehen. Finde ich, glaube ich, gar nicht so schlecht. So, dann düsen wir mal nochmal zurück. Ist das Auto. Und da habt ihr mir auch noch geschrieben, dass ich bei den Seekern wieder irgendwas übersehen habe. Jetzt, wenn wir schon mal hier sind, düsen wir da auch gerade noch mal vorbei. Schauen wir mal, was das sein könnte. So, und zwar war von einem Heuschober die Rede. Heuschober. Könnte natürlich überall sein. So, einer sitzt in der Scheune, sehe ich gerade. Habe ich noch Muni? Ja, ohne Ende sogar. Oder hier könnte es auch sein. Hier irgendwas übersehen? Also hier glaube ich nicht. Da ist ein Seeker und einer ist in der Halle, ne? War ich hier eigentlich schon drauf? Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube aber schon. Da saß doch das Skelett drauf, ne? Ja, da ist es. Was ist denn mit dem passiert? Okay, von hier oben kriege ich ihn aber nicht. Schwierig.
weiß nicht, ob das so klug war, was ich hier gemacht habe. Jetzt turnt er da unten rum. Und ich kann ihn nicht abknallen. Ne, komm hier nicht ran. Mist. Nur anders versuchen. Und dann schnell laufen. Autsch. Oh, der Hund ist am Start. Sieht schon ein bisschen eklig aus, muss ich sagen. Ja, cool. Ich habe den Hund doch gar nicht mitgenommen. Wo ist denn der jetzt hergekommen? Oh. Überall Tentakeln. Und jetzt ist er auch schon wieder weg. Okay. So nach dem Motto Retter in der Not, oder wie? No pet in range. Ja, er ist schon wieder weg. Das ist ja übel. Wo ist das andere Viech? Hängt der hier noch an dem Ding dran? Was macht der da? Oh, jetzt läuft er wieder. Ali hopp. Okay, also der Platz hier ist auf jeden Fall schon mal ein guter. Oh. So, komm her. Treffe ich ihn überhaupt? Bin mir gerade überhaupt nicht sicher. Doch, jetzt habe ich ihn. Erwischt. Sehr schön. So, dann wollen wir mal schnell gucken, ob wir hier noch irgendwo was auftreiben können. Heuschuppa, das kann natürlich wieder überall sein, ne? Hier liegt überall Heu rum. Ah ja, hier ist noch so ein Ding. Habe ich einen Molly dabei? Ich glaube, die habe ich im Auto. Ich glaube, ich hatte hier schon alles durchgeguckt. Hinten liegt, glaube ich, noch was. Na gut, Stoff. Bisschen Metall. Feuerholz. Wenn ich das Ding wegmache, kommen die Seeker dann nicht mehr wieder? Gucken wir hier nochmal rein. Dann fackeln wir gleich mal das Ding ab und gucken mal, ob die Seeker danach überhaupt nochmal wiederkommen. Weil hier ist nichts. Ich renne auch schon wieder rum wie ein aufgescheuchtes Huhn. Bisschen langsamer, vielleicht sieht man dann auch was. So, aber ich sehe hier nichts. Ist noch ein Reifen. Pestizide. Sieht so aus, als hätte ich das alles schon gelootet. Animal Dung. Ja, hier ist, glaube ich, auch nichts zu holen. Okay. Gut, dann holen wir mal schnell ein paar Mollys aus dem Auto. Irgendwo habe ich die auf jeden Fall. Hier ist jetzt auch nichts, was ich sehe.
So, wo habe ich die Mollys reingeworfen? Hier nicht. Hier. Zack. Morgen mal gucken, ob wir dieses Seeker-Ding nicht ein für alle Mal aus dem Weg räumen können. Hier ist noch ein Reifen. Den lasse ich jetzt mal liegen. Lehm. Zweimal Lehm nehmen wir mit. So, dann gucken wir doch mal. Also erstmal anzünden. Lassen wir es brennen. So, einen zweiten geworfen war wahrscheinlich nicht nötig, aber ist nicht schlimm. So. Okay. Ist noch da. Ist noch da. Könnte mir vorstellen, dass man den vielleicht gar nicht kaputt kriegt. Tür geht auch nicht auf. Ich glaube, hier oben war ich auch schon. Ja, hier oben war ich auch schon. Warte mal. Da geht es ja nochmal hoch. Aber ich glaube, sogar hier war ich schon bei. Ah doch. Da ist nichts. Noch eine Leiter. Hier hat auch schon mal jemand kampiert, würde ich sagen. Sonst glaube ich, findet man hier nichts. Okay. Zack und runter. Ja, ich glaube, mehr ist hier nicht zu holen. Regenjacke. Die lasse ich auch mal liegen. Brauchen wir nicht. Gut. Also irgendwie finde ich hier jetzt nichts. Ich könnte mir ja nochmal genauer in die Kommis reinschreiben, wo ich das Teil finde. Ob hier jetzt in diesem großen Scheunengebäude oder ob in einem von den kleineren. Dann würde ich hier nochmal herkommen. Aber ansonsten würde ich jetzt sagen, ich glaube, ich habe alles abgesucht soweit. Da war ich drin, da war ich drin, da vorne war ich drin. Nee, ich glaube, ich habe tatsächlich alles. Kann man in den Trecker reingucken? Das habe ich auch noch nicht probiert. Vielleicht hängt da ja noch was drin. Oder sonst in der Hütte da vorne vielleicht noch. Komm, gucken wir noch mal schnell rein. So viel Zeit muss sein. So, Licht. Da hat er sie wieder, die Tastenkirmes. So. Wo ist er hin? Da ist keiner. Hier ist auch nichts zu sehen. Ach so, das war diese leere Scheune, ne? Ne, hier ist auch nichts drin. Ja, auch schon alles abgelaufen. Loi. Wer wirft denn hier mit Steinen? Interessant. Fliegende Steine. Komme ich auch nicht rauf. Nee, nee. Ich glaube, hier ist jetzt nichts. Gut. So, dann würde ich sagen, düsen wir mal nach Hause. Ich gucke mal, dass wir noch mal ein bisschen Baumaterial auftreiben. Und dann würde ich sagen, dass wir in der nächsten Folge mal eine kleine Erkundungstour machen. Weil ich habe an der einen oder anderen Stelle gesehen, dass es bei manchen Work-in-Progress-Zonen tatsächlich Baustellen gibt. Und die würde ich mir ganz gerne mal angucken. So die Vermutung dahinter könnte ja sein, dass man auf einer Baustelle auch Baumaterial findet. Wäre auf jeden Fall jetzt nicht abwegig, sage ich mal.
So, was brauchen wir jetzt noch? Drei Seile? Kriege ich da irgendwas? Ah ne, ja, fehlte Baumrinde für, ne? Naja, egal. Ich sortiere erstmal aus. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Und dann würde ich sagen, gucken wir, dass wir die Tuning-Werkstatt aufgebaut bekommen. Also macht's gut. Bis dahin. Tschüss.